Gut. Neues Angebot erstellen. So, zufügen. Zufügen. Wie viel kann ich da jetzt reinhauen? Okay, nee, mehr nicht. Gut. Wie geht's meine Bestellung? Amphetamin 10 Gramm, grüne Fee 10 Gramm. Cool, ich sollte so in circa 0 Stunden 55 Min fertig sein. Kommen dann auf dich zu. Copy. Geld für das Kartell liefern. Warten. Die Lieferung einer Bestellung kann einige Zeit lang dauern. Alles hängt davon ab, wie groß das Päckchen ist. Vergiss nicht, diese im Voraus einzuplanen. Eddie wird dich darüber in Kenntnis setzen, wenn das Päckchen fertig ist. In der Zwischenzeit kannst du entweder eine andere Aufgabe nehmen oder warten. Drücke T in deinem Versteck, um das Wartenfenster zu öffnen. Gibt es ein Wartenfenster? Das Wartenfenster, schon. Okay. So, checke die Tankstelle auf der Suche nach pulverigen Zusatzstoffen aus. Okay. Wo ist die? Die ist dahinter. Als ob ich da jetzt in der Nacht hingehe und einfach mal, ja, mal gucken, ne? Was war noch? Warten, okay. Eine neue Nachricht haben wir nichts bekommen hier, ne? Achso, das ist hier sowieso nicht. Ja gut, dann machen wir einfach mal warten. Oh, warte, es ist ja irgendwas gekommen wieder. Hey, Zuckerbiet, brauche 8 Gramm, verkaufst du? Arbeit daran, wir bleiben in Kontakt. Lieferung 8 Gramm Marihuana. Okay, das ist jetzt dazugekommen. Neue Kunden gewinnen. Du hast bislang 3 Kunden. Das ist süß, aber so kommst du nicht weit. Damit deine Geschäfte wächst, musst du mehr Gegenden freischalten und deinen Respekt in der Höhe halten. Geh zum Computer und bring dir in Erfahrung, wie man ein neues Gebiet erobert. Tote Briefkastenbäckchen holen. Okay. Ja, Alter. Schon Tag bald wieder. Hol das Päckchen von toter Briefkasten. Ah, ich kann das jetzt freischalten. Nice. West Old Town, jetzt haben wir East Old Town. Schon mal ein bisschen frei. Alter, wir können hier sogar leveln. Okay, cool. Ich sollte. Okay, dein Paket wartet auf dich in toter Briefkasten Basketballplatz. Du kannst das abholen. Spray-Symbol auswählen, Alter. Das ausgewählte Symbol wird das Kennzeichen für dein Territorium gelten. Das Markieren deines Territoriums ist eine gute Lösung, um den Respekt in der Gegend aufrechtzuerhalten und Kunden bei dir zu behalten, sodass die Verkaufszahlen nicht fallen. 420! Nimm mal das hier. Du kannst eine Spraydose entweder in einem Shop kaufen, wie Beispiel Tankstelle benutzen, Dose in Ghetto suchen. Alter. Okay. Es steht wieder viel an. Wir gehen das Ding jetzt mal abholen. Toter Briefkastenpäckchen, markiere das Gelände. Liefer eine kostenlose Probe. Alter, kann ich das hier auch irgendwie. 5 Skillpunkte verfügbar. Machen wir Taschen. Taschen werden wir wahrscheinlich viel brauchen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal rüber. Hold Tab, um Telefon anzuzeigen. Hä, aber ich habe da gar keine Nachrichten drauf. Ist egal. Finde einen potenziellen Kunden und übergebe ein kostenloses Drogenprobe. Also das sind so viele Aufgaben. Was heißt eine Polizeistunde, Alter? Es wurde so angekündigt, das würde hier.
Wer geht da hinten? Ist doch kein Kopf. So, hier soll das in einem Versteck liegen. Hol das Päckchen von toter Briefkasten. Achso, da beim Basketballplatz, da waren wir noch gar nicht. Junge, was für ein Spiel. Wirklich, aber es ist richtig nice. Ich feier's. Das kann es dauern. Das wäre schon ein Flugzeug oder sowas. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass in jedem Mülleimer irgendwie nur Müll ist. Also wirklich Müll. Und hier soll das irgendwo abgegeben worden sein tun. Ich glaube, das wird sein, oder? Alter, nicht so laut hier. Eddie, was ist? Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around, they might be nosy. Okay, danke. Ich glaube, wir haben jetzt alles, oder? Mein. Ah, Mensch. Aber fahren die nur durch die Gegend oder gehen die auch hier durch die Gegend mit Taschenlampen und sowas? Ist hier ein Kunde? Nö. Schau nochmal nach hier. Ach so, ne, hier ist ein Kunde. Benutze Sprayfarbe, ja, die müssen wir erstmal kaufen. Ich gehe jetzt einfach mal wieder zurück und bringe das den Typen. Ich würde aber wetten, dass wir irgendwann mal auf so einen Typen treffen, der undercover arbeitet. Ich würde wetten. Was hat er geordert? 8 Gramm. Ist das falsch, ne? Hä? So, ich muss mich da wirklich noch irgendwie angewöhnen, wie das geht überhaupt. Oder muss ich das irgendwie halbieren noch davor irgendwie? Also nicht halbieren, aber irgendwie kleiner kriegen irgendwie? Mit Alt funktioniert wieder nicht, das habe ich schon probiert. Weil es ist ja ein Päckchen, das ist egal. Aber ich kann es nicht kleiner kriegen irgendwie. Ich geh mal zurück nochmal zu unserer Hut. Mann, Alter. Ich glaube, da muss ich irgendwas noch machen.
Arbeitsstationen sind ein Teil des Equipments. Hier kannst du deinen Rogenlabor anrichten, Rogen und Stoffe zum Mixen und Verarbeiten lagern. Hier wirst du auch dein Endprodukt verpacken, um es zu verkaufen. Drücke I oder L in der Arbeitsstation, um die Anleitung einzusehen. So, you're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? You'll find more info in the workstation manual. Okay, Objekt auf der Liste auswählen. Auswählen, hinlegen. Drücke I. So. Container, Trockner, Arbeitsmodus, Equipment. Aha, okay. Da passiert nichts. Labormodus. Kann ich da irgendwie hin und her switchen? Drücke Tab zwischen dem Modus zu switchen. Achso. Nun brauchen wir ein wenig Equipment. Drücke wieder Tab, um den Equipment-Modus. Und was muss ich da jetzt welches nehmen? Was steht denn da oben? Checke die Tankstelle. Puh. Lieferung 8 Gramm zu Pedro Navo. Ja, okay. Schalte East Old Town und den alten Marktplatz frei. Kaufe Spray. Sprayfarbe und markiere vier Wände in der Altstadt. Finde einen potenziellen Kunden und übergib ihnen eine kostenlose Drogenprobe. Aber wie kriege ich das hin, dass ich das in der Tasche irgendwie so auf 8 Gramm kriege? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden noch. Weil ich will ja nichts zusammenmixen. Ich will ja nur was. Ich will ja nur irgendwie Textblock. Mischplatte. Ne, mischen möchte ich nicht. Ich weiß nicht, für was das hier ist. Nun brauchen wir ein wenig Equipment. Drücke wieder Tab, um den Equip-Modus zu wechseln. Wisst ihr was? Warte mal, ich. Sammle das mal ein. Dann Amphetamin, legen wir hier mal hin. So, das andere lassen wir mal. Mittleres Glas. Um Equipment-Modus zu wechseln. Platzieren Sie. Und ich hier um einige Container, sodass wir Drogen dort lagern können. Platziere um dich herum einige Container, sodass wir die Drogen dort lagern können. Woher soll ich die bekommen? Woher soll ich jetzt Container bekommen? Muss ich die mehr kaufen? Was ist hier wieder los? Alter, hier geht's wieder ab. Ich brauche 4 Gramm Speed. Hast du was? Ich werde das erstmal. Ja, ich bestätige erstmal. Bin dabei, du kommst bald zu dir. Ja, brauche 2 Gramm Babinus. Hast du was? Hey, können wir uns treffen? Brauche 2 Gramm von der. Amphetamin, was du vertickst. Warte mal, er will das haben. Alter, die Aufgaben da oben. Die Hörner vergab. Guck das mal an. Der Typ ist hier gleich nebenan. Der ist gegenüber und der ist da unten, Alter. Und der ist da hinten. Und die Tankstelle, wie soll ich die auschecken? Tagsüber. Amphetamin zu Matthew. 4 Gramm Amphetamin. Aber ich habe 10 Gramm. Wie kann ich das denn halbieren? Was kann ich hier unten? Warte mal. Da unten war ja auch noch was. Also da trage ich es nur bei mir so in der Tasche. Okay. Das macht auch keinen Sinn. Mühlen. Ich brauche Container, Alter. Achso, das sind die. So nennt man. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe null Ahnung mit dem Zeug. Ich lege das jetzt mal hier hin. Nehmen wir mal mittleres.
Gut gemacht, nun können wir den Stoff im Container platzieren. Es gibt immer zwei Wege, dies zu tun. Wähle Stoff mit Mission neue Lieferung. Liefer 8 Gramm Marihuana zu Pedro. Was ist da damit? Aha, okay. Ja, Alter, ich kann ja nicht 24/7 hier hocken jetzt. Gut gemacht. Nun können wir den Stoff in den Container platzieren. Es gibt immer zwei Wege, dies zu tun. Wähle den Stoff mit linker Maustaste aus und wähle den Stoff hinzufügen. In den Container-Optionen rechte Maustaste und ziehe den Stoff einfach mit Hilfe der linken Maustaste in den Container. Okay. Das heißt, wähle den Stoff mit linker Maustaste aus und wähle den Stoff hinzufügen in den Containeroptionen, rechte Maustaste. Warte mal. Stoff hinzufügen in den Container. Aufkleber, Amphetamin. Aha, okay. Wieso? Hä? Mit. Wenn du mehr Details zu deinem. Okay, jedes Gerät in Equipment verfügt über eigene Optionen. Eine davon im Produkt verpacken, wo du die Größe und das Fassungsvermögen in Gramm für das Päckchen auswählen kannst. Wenn du mehr Details zu deiner Arbeitsstation einsehen möchtest, musst du I drücken, um die Anleitung zu öffnen. Alter, das ist jetzt schon so kompliziert hier. Ich habe hier gar keine Ahnung, was ich hier wirklich mache. Ist das jetzt fertig oder nicht? Abwählen. Das Tutorial erklärt so vieles, aber es ist halt. Ist das jetzt fertig? Kann ich das jetzt wieder haben? Inhalt des Mülleimers. Stoff hinzufügen, Aufkleber bearbeiten, Produkt verpacken. Eins davon ist Produkt, wo du die Größe und die Fassung von den Gramm für das Päckchen auswählen kannst. Das heißt, wie Produkt verpacken. Das hier. You gotta be smart about package sizes, huh? Smaller bags take more space per gram than the big ones. Use larger bricks for wholesale transport and small ones for direct deliveries. Okay. Spiel speichern. Du kannst nur das Spiel speichern. Du kannst mit dem Video von in dein Apartment machen. Interessant. Okay. Okay, wir haben da jetzt, glaube ich, 5 Gramm rausgenommen. Da sind jetzt noch drinnen 5 Gramm, glaube ich mal, ne? Wenn ich jetzt dann wieder rausgehe, habe ich jetzt eigentlich 5 Gramm in der Tasche? 5 Gramm haben wir. Aber ich konnte jetzt, oder kann man vielleicht bei dem was anderes machen, dass ich da auf 8 komme, weil wenn das jemand so anders haben möchte. Ich meine, jetzt ist der Auftrag ja weg. Ich muss ja aufpassen. Guck mal, ich habe hier Time Limits und sowas. Junge, wie lange geht denn die Polizeistunde? Ich sehe auch hier keine Uhrzeit oder sowas. Das lasse ich jetzt ja einfach so stehen. Okay. Kann ich auch nicht helfen. Bearbeiten. Aber ich kann ja keinen jetzt was verkaufen aktuell, weil ich überhaupt. Ich habe wieder überhaupt gar keinen Plan, was hier gerade wieder passiert. Ich kann gerade überhaupt nicht irgendwie mit. Also, die ballern einen hier jetzt dann so richtig viel Missions rein. Natürlich habe ich die auch selber angenommen. Aber die haben mir die auch gleich gestellt, weil ich dachte, ich bin nur immer hier im Tutorial. Ich habe ja gar keine Ahnung, was hier überhaupt passiert. Ich nehme ja einfach gerade alle Quests an. Und dann sagen die, ja, die brauchen das und das. Dann habe ich das geordert. Habe da erstmal suchen müssen, wo das ist. Hab's gefunden und jetzt dann sagen die, ja, die wollen das in so einer Menge. Ich weiß nicht mal, wie ich die Menge überhaupt einteilen kann. Ich habe eine Packung, da steht 10 Gramm drauf und der will 8. Ich habe keine Ahnung, Alter. Check die Tankstelle ab. Check die Tankstelle auf der Suche nach pulverigen Zusatzstoffen, das ist sehr akademisch.
So, wir sind hier. Der Typ, der will 4 Gramm Amphetamin haben. Toll, ich habe gerade 5 gemacht. Na toll. Aber warte mal. Nein, geht ja gar nicht, ne? Ah, das sind alles. Nein, der Packung. Was mache ich denn mit dem Rest? Finde einen potenziellen Kunden und übergib ihm eine kostenlose Drogenprobe. Woher soll ich die bekommen? Benutze Sprayfarbe. Liefer 2 Gramm Amphetamin zum Pepinbida. Okay. Habe ich auch nicht. Liefer 2 Gramm Amphetamin zu Dragon Cebola. Ich habe wieder eine neue Nachricht bekommen irgendwo. Wo? Mir egal, die Stunde ist jetzt vorbei. Sind wir dann schon dabei hier wieder? Ja, ich glaube, ich werde das jetzt ja gleich wieder beenden und ganz ehrlich, was weiß ich, dann demnächst wieder noch einen neuen Versuch oder sowas irgendwie starten nochmal oder ein bisschen selber rumprobieren. Ich meine, es ist schon ziemlich nice, das Game, aber es überfordert mich. Guck mal, wir werden ja jetzt so zugespammt von Nachrichten und so weiter. Ich kann es ja gleich nochmal zeigen. Hier, guck mal, jetzt will ich schon der nächste. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier halbiere. Bin ich einfach nur zu blöd oder sowas irgendwie? Weil, ich meine, mit dieser Alt, was er da unten aufheben, einzeln aufheben, damit meint er die pro Packung, weil es gibt ja, wir haben da, hier steht einmal 10 Gramm. So, dann kann man ja 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, wie viele Packungen haben. Das sind pro Packung, kann man das halbieren. Aber wie kann ich das, die Grammanzahl, kann ich, wie kriege ich die kleiner? Der sagt mir überhaupt nichts. Hier kann ich nur irgendwas mischen, was ich aber nicht will. Ich will nichts mischen. Ich kann es mal probieren. Irgendwie, irgendwas. Mischplatte. So, weg damit. Aus den Stoff hinzufügen, Mix anwenden, Mix Details, Produkt verpacken, Inhalt des Mülleimers. Kein Stoff zum Mixen, okay. Mix Details, kein Stoff. Stoff hinzufügen. Okay, irgendwas Englisches. Produkt verpacken. Keine Ware zum Verpacken. Inhalte des Mülleimers. Es ist hier, dass du 0 Gramm von unfertigen Mischungen in den Müll werfen willst. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, 0 Gramm ist ja eh nichts. Okay, mit denen können wir gar nichts machen. Kann ich das wieder wegmachen? Auswählen? Ja, ich kann mich dann noch dumm und dämlich stellen. Ja, es war. Vielleicht werde ich das einfach auf YouTube irgendwie einen Test oder sowas nennen. Irgendwie so 2 Folgen Testing oder sowas, das Game. Vielleicht werden wir es immer wieder weiterspielen einmal. Ich wollte es einfach mal jetzt einmal probieren, so vielleicht hätte man doch schon die Demo spielen können, aber ich weiß, ich wusste es ja auch nicht, ne? Ich hab nur den Trailer ein bisschen gesehen, Gameplay habe ich ein bisschen gesehen und habe mir gedacht, ja, das ist aber bestimmt eh einfach, das wird ja eh alles erklärt, aber wenn das jetzt so ein bisschen kompliziert ist und ich da ja null Ahnung habe über das, was hier passiert, lassen wir es lieber stehen. Und vielleicht werde ich dann morgen wieder was anderes bringen oder sowas oder mal schauen. Vielleicht findet man noch was Besseres. Irgendwas anderes. Ich würde dann sagen, einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, das war der Drug Dealer Simulator. Ich bin sehr gespannt trotzdem, wie es eigentlich weitergehen wird. Ich werde vielleicht selber ein bisschen rumprobieren und dann werden wir es einfach mal weitermachen. Irgendwann mal, wenn die Zeit gekommen ist. Also, ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal und tschüss.